Ja, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir sind zurück im amerikanischen Grenzland auf dieser wunderschönen Brücke. Hui, und sind der kleine junge Connor. Also, so klein sind wir nicht mehr. Ein fescher 15-Jähriger oder so sind wir jetzt bestimmt. Und auf dem Weg zum unserem nächsten Ziel, der Davenport-Siedlung. Da kann man schon Häuser sehen. Mal querfeldein. Durch hier Strüpp über Stock und Stein. Und über den Brunnen. Oh, doch nicht. Ach so, wir sind natürlich. Ja, klar, das ist natürlich das Haus, wo Ihmchen hier gewohnt hat. Wie heißt er? Nicht Herkules, sondern der andere, Achilles. Das ist es natürlich, klar. Jetzt weiß ich es auch wieder. So lange nicht mehr gespielt, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann. Und wo war jetzt dieses komische Ding, dieses Pünktchen auf der Minimap? Ich müsste genau da sein, aber ich bin nicht da. Vielleicht ist es ja unten. Ja, das könnte. Uah! Ah, ich dachte, das wären. Oh, ich dachte, das wären so Äste zum Reinspringen. Scheiße. Oh, ich habe mir den Fuß gebrochen. Mami. Ah, geh ich mal hier rein. Hallo. Da hinten ist schon wieder unser Ziel. Nee, doch nicht. Aber was ist denn da hinten? Das blinkt auch. Ist es nur die Hintertür? Kann das sein? Ja, das ist nur die Hintertür. Am Kontrollleuchter. Am Kronleuchter ziehen. Und in den Untergrund. Hier sind irgendwelche Dinger. Hier sind unsere Ziele. Und hier ist gar nichts. Okay, gehen wir mal zu Achilles. Also der müsste es wahrscheinlich sein, zu dem wir jetzt gehen müssen. Auch nicht hier, da hinten. Da, ja, da ist er. Der Achilles. Achilles. Rückkehr des verlorenen Sohns. Mission starten. Willkommen zurück! Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut. Aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Wir müssen ihn finden. Das werden wir, nachdem das Haus repariert wurde. Aber er ist frei und plant wer weiß was. Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest. Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training. Er ist ein erwachsener Mann mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung. Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst, wirst du das hier brauchen. Was ist das? Zeig ich mal her. Eine Holzkiste. Ja, die wird mir helfen. Ha. Mach schon, bevor ich meine Meinung ändere. Yeah, versteckte Klingen. Das ging aber schnell. Ein Weihnachtself trommelt an unser Fenster. Einen Bären mit der versteckten Klinge töten. Ja. Was ist denn los? Hilfe! Hilfe! Was ist los? Hey! Hilfe! Ach. Hilfe! Hilfe! Ja, lass mich in Ruhe, ich komme ja schon. Hey! Zipfelmützen, Mann, halt die Klappe. Oh, komm, bitte! Hilfe! Er wird sterben! Wer? Rettung aus dem Fluss. Er. Keine Zeit! Bitte komm! Godfrey. Gottfried. Ich komme ja schon. Irgendwer ertrinkt gerade im Fluss, anscheinend. Wahrscheinlich ist es Hinkebein, von dem ich gerade den Schatz gefunden habe. Letzten Folge meine ich. Nicht gerade. Okay, es war gerade, aber es war in der letzten Folge. Ein Biber. Ach nee, lieber nicht.
Ja, genau deswegen. Das war... Nee, oder? Ich habe es nicht die Entfernung... Ah, ein Glück, ich dachte schon. Da unten! Er ist gerade unter der Brücke durch! Justus Jonas? Oh Gott, ein Wolf! Fuck! Scheiße! Terry erreicht vorhin den Wasserfall. Unterstürzt. Natürlich kommen jetzt gerade Wölfe angelaufen, ist ja klar. Ich will das Wasser nicht berühren. Stirb, Wolfi. Jagdherausforderung. Einen Wolf töten. Nichts leichter als das. Schnell. Connor, lauf. Ah, schon wieder ein Wolf. Ja, oh Mann. Stirb. Das Wasser nicht berühren, wie soll ich an ihn rankommen? Oh, da ist der Wasserfall. Ich glaube, ich kann ihn nicht mehr retten. Scheiße. Arg. Ja. Das mit den Wölfen war dann doch irgendwie ein bisschen unpassend. Schon wieder ein Wolf. Stirb. Da ist noch ein Wolf. Wie soll ich denn das packen mit den blöden Wölfen? Ja, ich will dir ja helfen, aber der Wolf, du weißt schon. Schwimm doch einfach zum Ufer, lass das Ding los. Ich will den erreichen. Zu Hilfe! Hilfe! Komm schon! Zu Hilfe! Hilfe! Helf mir! Ja, ich komm ja schon. Na, komm. Mir egal. Ich will es jetzt nicht nochmal machen. Was ist mit dir los? Kannst du nicht schwimmen oder was? Loser. Was dieser Holzkopf dir sagen will, ist, dass er dir ewig dankbar sein wird. Wen nennst du einen Holzkopf? Dich, weil du einer bist. Was wolltest du auf den Baum stemmen? Eins der Risiken von Holzfällern. Wir lagern im Wald, gar nicht weit von hier, und schlagen Holz. Wir wollten in der Gegend eine Mühle errichten. Es gibt eine gute Stelle nicht weit von dem Haus auf dem Hügel, wo ich wohne. Ich mag dich jetzt schon. Wir sehen es uns an. Ja, schön für euch. Das ist jetzt der Start des Stadtausbaupartes. Da bin ich ja gespannt drauf. Rettung aus dem Fluss. Und ich habe es nicht geschafft, mit dem trockenen Fuß ist das zu schaffen. Who cares? Ich hatte Wölfe auf den Fersen. Die Ruhe wird mir fehlen, aber das Holz können wir gut gebrauchen. Das Haus benötigt viel Arbeit. Das und andere Dinge. Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste, wenn du Zeit hast. Da gibt es etwas, was du sehen musst. Und was? Was Nützliches. Mysteriös, aber da, solange es nützlich ist, geht's ja. Okay, wo werden wir jetzt hingefahren mit der Kamera? Nach Mission mit diesem Symbol Ausschau halten, um neue Einwohner zu gewinnen und die Siedlung zu verbessern. Okay. Wenn Sie Ihre Siedlung ausbauen, erhalten Sie Zugang zu neuen Ressourcen und schalten neue Gegenstände frei, die Sie herstellen können. Wunderbar. Zur
Küste ist da hinten. Was ist das? Ist das Oi oder ist das die? Was steht da auf der Map? Hallo. Markt. Hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich gucke gerade auf die Map. Was das heißen soll. Halt. Nee. Da, das ist Diana. Ah, okay. Und Terry. Wahrscheinlich wird mal das hier alle. Alles Davenport City werden. Deswegen sah das auch so komisch aus auf der Map letztens, weil das hier mal Stadtgebiet werden wird. Terrys und Godfreys Sägemühle. Der Terry ist hier, wo ist Godfrey? Und da ist Diana. Wie schön, kriegt dann jeder Einzelne einen... Ah, da ist Godfrey, jetzt auf der Karte, G.O. Kriegt jedes einzelne Mitglied unserer kleinen Siedlung ein eigenes Icon auf der Minimap. Wie schön. Hallo. Gut, dich auf den Beinen sehen. Ja, gell. Dann gehe ich jetzt mal erst nach hier, dann nach hier und dann nach da. Da habe ich schon drei von den Hinkebeins Prachtstücken da. Wie heißen sie? Pinkerlitzchen, Schmuckstücke, was auch immer. Schon drei von vier und mach dann die nächste Mission. Hüpf und land. Hat nicht wehgetan. Nicht mal dem Fußgelenk. Voll der Styler hier, wie der über den Ast drüber geht. Den Baumstamm. Hüppa. Und, ja, kalt. Platsch, platsch, platsch. Platsch, 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 platsch. Der Plattfuß flattert durch den Matsch. Der Plattfuß flattert durch den Matsch. Oh, Tierchen. Biber. Zack. Mein Biber. Eingeweide rausreiß. Hui. Die Expressroute. Zap, zap, hüpf und... Kappa! Bin ich jetzt richtig? Ah, okay. Da und dann da hoch. Ach, das ist ja schon auf der Map. Okay. Uah, nicht abtreiben. Nicht abtreiben. Also abtreiben im Sinne von hier abgetrieben werden, nicht Abtreibung. Dafür ist es dann etwas zu spät. Klunker hießen sie, nicht Kinkerlitzchen. Hinkebeins Klunker. Und da hinten sind die nächsten. Ja, komme ich da irgendwie hoch? Ich will immer nicht so weit schwimmen, ehrlich gesagt. Ach, muss ich halt. Wuhu! Schwimmen wir noch einen halben Kilometer durch die eiskalte Brühe. Ist das noch ein Fluss oder ist das schon ein Meer? Ich glaube, da hinten ist ein Wasserfall. Aber da will ich lieber nicht hin, sonst falle ich noch runter. Was ist das denn da? Oh, ein Schiff, ein altes. Wahrscheinlich ist das das Interessante. Oder das Nützliche war es ja eher. Was Achilles uns zeigen wollte. Ruderpaddel. Hier komme ich nicht hoch. Ich will aber da hoch. Ich will da hoch. Hier? Nein. Aber hier. Hep, hep. Aha. Das nächste Kinkerlitzchen. Oh, und ein Wolfsrudel. Hehe. Tschüss. Vergesst es, ihr Viecher. Diesmal kriegt ihr mich nicht. Niemals. Ich will lieber zum Schiff schwimmen. Paddel, paddel, paddel. Dass es überhaupt noch rumliegt, das ist ja voll. Das ist doch Müll.
Wieso liegt das hier noch rum? Wieso hat das keiner weggeschleppt? Das braucht doch keiner mehr. Und da kann man schönes Holz draus nehmen. Ist hier irgendwas zu finden? Irgendwas Tolles? Ein Piratenschatz oder so? Oder Schießpulver, Waffen oder irgendwas? Nö. Oh, jetzt bin ich voll gegen das Mikro gestoßen. Der war bestimmt eh gemerkt. Unten. Und ich finde heraus, was ihm wichtig war. Einst traf ich ihn, den Captain. Er war 7 Fuß groß, ungelogen. Das sag ich dir. Beine wie Bäume und Arme wie ein Schmied. Hat mir fast die Hand vom Leib geschüttelt. Da konnte ich es fühlen, als ich ihn traf. Keine Waffe konnte dem Mann ein Leid zufügen. Ja, du scheinst etwas verwirrt zu sein. Und ich kann nicht mit dir reden. Naja, egal. Dann gehe ich zu dem Gedönstyp hier. Achilles. Die Ausbildung beginnt. Ich habe noch schon ein bisschen Ausbildung. Hau ab! Sagt er, hau ab, Bursche! Sprichst du des Königs Sprache nicht? Haben Sie dich gesehen, alter Mann? Hätte glatt noch klar Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du kommst. Wer bist du denn? Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles in Stand. In Stand? In Stand? Verzeiht meine Manier. Okay. Sie ist immer noch die schnellste auf dem Atlantik. Gut, sie braucht etwas Liebe. Nur ein paar Kleinigkeiten, aber mit etwas Zuwendung fliegt sie wieder. Was? Wer ist sie? Wer ist sie? Na, die Akia-Bursche! Das Phantom der Nordmeere! Ah, ja. Das Boot. Boot? Sie ist ein Schiff, Bursche, und macht da keinen Fehler. Ich dachte, er soll hier alles instand setzen. Ich sage, der ist das grünste Greenhorn im Grenzland. Connor, komm zu mir zum Gutshaus, sobald du hier fertig bist. Du sagtest, es braucht etwas Pflege. Kannst du das? Sie braucht etwas Pflege. Ein Schiff ist eine Seebursche. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das kann ich beschaffen. Wie lange bis es sie in See stechen kann? Besorge mir nur das Holz, Bursche. Ich besorge die Crew. Okay, du alter Säufer. Ach, da oben. Ein Muster hat man Robert Faulkner. Wer das wohl ist? Okay. Robert Faulkner ist wahrscheinlich einer der meistbeschriebenen Mitglieder der Assassinenmarine. Obwohl man ihn nie zum ersten Offizier ernannte. Die Assassinenmarine? What the fuck? Robert Faulkner gehört seiner Familie zur 4. Generation Seemänner. Ich bin froh, dass ich das nicht laut gesagt habe. Verstehe ich nicht. Vielleicht Englisch? Seaman. Samen. Haha. Er war der erste in der Familie, der für die Assassinen rekrutiert wurde. Er begann der Royal Navy, aber als seine Karriere stagnierte, teilweise weil er sich keine Offizierspatente kaufen konnte, trat er aus, um für die Vereinigte Handelskompanie zu arbeiten. Ja, das dürfte erstmal reichen. Und jetzt muss ich schon wieder zu dem Typ da oben zurück. Hat ja vollgebracht, jetzt hierher zu schwimmen. Wenigstens der Weg nicht so weit. Und wir haben ja Holz von den Holzfäller-Typis. Terry und Godfrey. Und Godfrey hat die Stimme von Justus Jonas. Zack, und tot. Und häuten. Hallo Waschbär, zack. Ich bin hier vorbei. Geh da hoch.
Da oben ist das Herrenhaus. Und das sieht so herrlich aus. Wusstet ihr, dass herrlich von Herr kommt und dämlich von Dame? Hätte ich jetzt nicht auch durch den Hintereingang reingehen können? Naja. Bist du ja. Ich muss dir was zeigen. Komm, sieh es dir an. Was ist das? Ein Journal. Es hilft uns, die Geschäfte unserer Siedlung zu verwalten. Oh. Und das hier? Das ist Jahre her. Vor dem schleichenden Fieber. Vor den Templern. Bevor alles zusammenbrach. Aber das ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert. Lager. Alle Gegenstände im Lager durchsuchen und die bei den Handwerkern verfügbaren Gegenstände kaufen. Okay. Drücken Sie R, um das Lager zu öffnen. Eichenholz kaufen. Ich kaufe mal 3. Kostet ja nicht viel. Ich habe hier über 1000. Ich bin ja voll reich und so. Das Lager enthält nun Eichenholz. B drücken, um es zu verlassen. Wähle das Handelsmenü aus. Das ist das Handelsmenü. Kann über Konvoi an Händler verkauft werden. Um den Konvoi auszuwählen. Ja, nehmen wir mal den. Die Waren müssen dem Konvoi zugewiesen werden. Drücken Sie ja, ja, Ressource auswählen. Nehmen wir wahrscheinlich mal, ja. Hancocks Laden. Händler wählen. Wenn ich will. Ja, nehmen wir das. Achten Sie auf Zeit, Risiko und Steuern, da diese je nach gewähltem Händler unterschiedlich ausfallen. Y drücken, um den Konvoi zum gewählten Händler zu schicken. Konvoi schicken. Okay. Ist das das Handelssystem? Oder wie? Ja, muss wohl, da ich ja Handelskonvois losschicke. Danach verging die Zeit sehr schnell. Tage des Lernens, des Trainings und der Arbeit verschwammen. In der wenigen freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer. Über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen. Ihre Pläne durchkreuzen. Dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihnen jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld. Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten, Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Ja, 6 Monate später, das Schiff ist fertig. Und die Folge genauso, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann. Tschüss.